Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Wenn du also wissen möchtest, wie ich die Produkte finde, die ich aufgebraucht habe, dann bleib doch einfach dran. Es hat sich wieder einiges angesammelt. Im letzten Aufgebraucht-Video habe ich gesagt, dass ich das durch zwei teilen werde, weil da einfach so viel Zeug zusammengekommen ist. Und das ist sozusagen der zweite Teil, aber es sind noch weitere Produkte hinzugekommen. Und wir starten einfach mit den Duschgelen. Das habe ich auch gebraucht. Palmolive Coconut Joy Body Butter Wash. Das ist also eine Duschcreme eher. Und der Duft ist sehr... Oh, wunderschön. Also ich habe dieses Duschgel in einer Box gehabt vor ein paar Jahren und dann seitdem habe ich es immer wieder mal zwischendurch nachgekauft, weil der Duft wunderschön ist. Es riecht wirklich nach Kokos und es ist eher ein nach cremiger Kokos, wenn man das so sagen kann. Also man riecht schon heraus, dass es kein normales Duschgel ist, sondern dass es eine Creme ist, ja, also ein pflegendes Duschgel. Und ich kaufe es mir immer wieder nach. Und noch eine Pulle von dem Duschgel habe ich auch gebraucht, mein Lieblingsduschgel. Das Balea Duschgel After Sun, das ist jetzt kein reines Duschgel, sondern es hat auch noch einen zusätzlichen Cooling-Effekt und es riecht wunderbar. Es riecht nach Sommer, Strand, Meer, Urlaub, Sonnencreme. Davon habe ich auch einige im Backup und ich wäre wirklich sehr, sehr traurig, wenn es das nicht mehr im DM geben würde. Und deswegen hole ich mir immer wieder, wenn ich im DM bin, eine Pulle nach oder eins, zwei. Das landet dann auch immer in meinem Warenkörbchen. Ich glaube, das war es auch schon mit den Duschgelen. Aber kommen wir dann zum Shampoo. Das hier ist ein Shampoo von Avon, welches ich aufgebraucht habe. Und ich finde diese Reihe von Advanced Techniques Avon sehr gut. Weil der Duft ziemlich lange in den Haaren drin bleibt, es reinigt, also macht seinen Job, ja, es reinigt sehr gut. Und das ist jetzt ein Shampoo, Absolute Nourishment heißt es, mit Arganöl und Kokosnussöl und es ist wirklich sehr, sehr pflegend. Also man hat ein richtig schönes Gefühl, wenn man sich die Haare wäscht, auch das Gefühl danach ist sehr, sehr schön. Machen wir weiter mit meinem Balea Rasiergel. Auch in jedem Aufgebrauch-Video taucht es immer wieder auf. Das ist einfach ein Rasiergel in der Duftrichtung Berry, also Beerenduft. Es riecht auch so, es ist angenehm, damit sich die Beine zu rasieren, weil es die Haut quasi sehr gut vorbereitet vor der Rasur. Jetzt nicht nur die Beine, sondern auch überall, ne? Achsel, hier unter den Achseln. Und das kaufe ich mir auch immer wieder nach. Noch was für die Haare habe ich gefunden. Und zwar von L'Oréal El Vital, das Öl Magique. 6 Blütenextrakte für alle Haartypen. Das ist ein Öl, welches man sich nach dem Haarewaschen entweder ins feuchte Haar einmassieren kann in die Spitzen. Oder halt im trockenen Haar. Im Sommer mache ich es auch hin und wieder ins trockene Haar rein, weil ja, es ist eine sehr, sehr schöne Pflege und der Duft ist traumhaft. Der ist traumhaft. Ja, also es ist einfach wunderschön, diesen Duft zu riechen. Ich weiß jetzt nicht, wonach es riecht. Es riecht auf jeden Fall nach irgendwelchen Ölen. Ist das eine Argan? Nee. Ich weiß es nicht. Ja, es ist also auch nicht fettend. Ja, also es ist ein richtig schönes Öl und auch sehr ergiebig. Ich nehme immer 3 Pumphübe und das reicht dann halt für meine ganzen Haarspitzen und das wird auf jeden Fall nachgekauft. Da. Das hier, das ist das Trockenshampoo von Baptiste.
ewig lange gebraucht, um es aufzubrauchen, weil ich Trockenshampoos eigentlich nicht so gerne benutze, nur in den dringendsten Notfällen. Ich wasche mir lieber meine Haare mit echtem Shampoo, Trockenshampoo. Ja, also es ist, kann man wirklich für Notfälle benutzen. Es hinterlässt auch keinen weißen Schleier, wie ich finde, wie manch andere Trockenshampoos. Das ist das Divine Dark, also auch passend zur Haarfarbe. Und ja, ich habe es endlich aufgebraucht und ich werde es mir aber nicht nachkaufen. Langhaarmädchen, lange hat es auch gedauert, diese Flasche aufzubrauchen, aber ja, es ist ein Haarspray und also ich benutze nicht jeden Tag Haarspray, wirklich nur in zu besonderen Anlässen, wenn ich etwas verstärkte Locken haben möchte oder meinen Ansatz so ein bisschen erhöhen möchte, so ein bisschen mehr Volumen oder Stand reinbringen möchte. Ich fand es gut vom Duft her, ja, und es hat ein, wie soll ich sagen, es hat nicht geklebt, also es war ein natürlicher Stand. Man hat quasi nicht unbedingt sehen können, bei manchen Haarsprays ist das so, man sieht, dass man sich die eingesprüht hat, die Haare mit Haarspray, aber bei dem sieht man das nicht. Also das ist ein sehr natürliches Finish und trotzdem hat man einen guten Halt gehabt. Machen wir weiter mit Gesicht. Und zwar habe ich aufgebraucht Make-up. Ja, egal. Ich habe es aufgebraucht, das Avon Nutra FX Micellenwasser Nourish. Also das ist ein Micellenwasser, was die Haut, also für ältere Häutchen. Und da gibt es verschiedene Varianten für verschiedene Hauttypen. Und das ist halt speziell für ältere Hauttypen. Oder was heißt älter, für trockenere Hauttypen und das ist ein Make-up-Entferner, vergleichbar mit dem Garnier Skin Active Micellenwasser in Waterproof. Das sieht ja eigentlich vom Inhalt her gleich aus. Unten ist dann eine Flüssigkeit, oben ist dann eine Flüssigkeit, eine gelbliche Flüssigkeit. Und wenn man das schüttelt, vermischt sich das Ganze und dann kann man es auf ein Wattepad auftragen und dann geht das Make-up wunderbar ab und es fettet auch nicht in den Augen, ja, wenn man sich das Augen-Make-up entfernt. Ein weiteres Produkt von Avon, auch von Nutra FX, das ist das Micellenreinigungsgel, fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Das ist jetzt für sehr empfindliche Haut, die Reihe Soothe. Und das Praktische war einfach, dass man diesen Pumpspender hat, das heißt, man kann das sehr gut dosieren. Und ich habe immer nur einen Pumphub gebraucht für mein ganzes Gesicht und es hat wirklich sehr, sehr gut gereinigt und ich war wirklich sehr zufrieden. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist ohne Parfüm, ohne Alkohol, ohne Sulfate, ne? Also wirklich für sensible Haut. Beim Duft muss ich allerdings sagen, der war gewöhnungsbedürftig, weil ich fand, dass er so ein bisschen nach Nagellackentferner roch am Anfang. Das hat sich aber irgendwie gelegt, weil ich mich dran gewöhnt habe. Ja, also wenn ich jetzt wieder dran schnuppere, dann riecht es wieder so. Das fand ich jetzt nicht so angenehm erstmal. Aber ich, da ist ja kein Alkohol drin. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was das für ein Duft ist, ja, keine Ahnung, aber gereinigt hat es sehr, sehr gut und hat meine Haut auch ganz gut getan. Dann habe ich hier von Flora Mare auch ein Reinigungsgel aufgebraucht. Ich glaube, das war in dem M. Awesome Kalender, meine ich, vom, ja, vom diesem Jahr, ne, letzten Jahr 2020. Habe ich aufgebraucht, war auch wirklich sehr, sehr ergiebig und ja, das ist einfach ein, ja, ein Reinigungsgel gewesen und das hat wirklich
sehr gut gereinigt. Es hat Spaß gemacht, sich damit das Gesicht zu waschen, weil es halt von Flora Mare ist. Und Flora Mare ist nicht gerade günstig. Aber es hat meiner Haut gut getan und hat alles abgemacht. Und jo, wenn es das in einer günstigeren Variante gäbe, würde ich mir das kaufen. Aber so jetzt erstmal nicht. Aber ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Machen wir weiter mit Deos. Die beiden habe ich auch gebraucht von Dove und von Rexona. Einmal Rexona Winter Dry. Das, ja, das war irgendwie reduziert. Dann habe ich es mitgenommen. Und das Dove Fresh. Beide sehr zu empfehlen. Ob die jetzt irgendwie ja, 48 Stunden halten, so wie es hier steht, kann ich jetzt nicht beurteilen, ne, weil man sich ja doch ein bisschen öfters duscht. Aber es hat, finde ich, sehr gut gehalten vom, also ich empfand den Duft um mich herum jetzt als angenehm. Ja, also ich fand die gut. Ja, also vom Duft her auch eher frisch. Also kein, mal guck, da kommt noch was raus. Ja, eher frisch pflanzlich. Frisch pflanzlich, genau. Frisch kräuterig. Frisch pflanzlich, kräuterig. Frisch auf jeden Fall. Dann meine Zahnpasta. Ja, die muss ich euch in die Kamera halten, weil die wirklich sehr, sehr gut ist. Und die nutze ich auch schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Das ist eine Zahnpasta von Nu Skin. Die kann man bei einer Beraterin bestellen, weil das auch ein Vertrieb ist, der das anbietet, ja, Nu Skin. Oder aber man kann es auch im Internet bestellen auf der Homepage. Das ist die AP24 Whitening Fluorid Tooth Paste oder Paste. Das ist eine Zahnpasta, die gibt dir ein richtiges frisches Gefühl nach dem Zähneputzen und ja, es erhält den grauen Schleier, der auf den Zähnen liegt oder schützt auch die Zähne. Also es hat auch eine präventive optische Wirkung. Also es schützt die Zähne davor, wenn man ein, ja, wenn man viel Kaffee trinkt oder ein Teetrinker ist, ein Schutzfilm wird gebildet, sodass sich die Reste, also die, nicht Reste, die, ja, der Grauschleier halt erstmal nicht drauflegt. Also es ist wirklich eine ganz tolle Zahnpasta. Da habe ich auch einiges im Backup. Oh ja, das fand ich auch sehr, sehr gut. Das ist von Rituals. Ich bin auch ein großer Fan von Rituals. Das Happy Mist. Das ist, ja, das ist ein, ich habe eher als Kissenspray benutzt. Man kann es aber auch als Körperspray benutzen. Ja, es gibt Energie. Ja, also irgendwie, man hat es gerochen und man war sofort hellwach irgendwie, ich weiß nicht. ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Duft gewesen. Habe ich mir immer auf mein Kissen gesprüht. Und duftet nach Mandarine, meine ich. Was steht denn hier? Mandarine und Mandarine und Yuzu. Mandarine und Yuzu, was immer das auch heißen mag. Es roch auf jeden Fall sehr gut. Noch was fürs Gesicht. Ganz vergessen. Von M. Asam. Das hier ist eine Tagescreme gewesen. Von M. Asam. Die ist auch komplett leer. Die war in dem Asam-Kalender drin. Das hat meine Haut wirklich sehr gut getan. Und sie war richtig angenehm weich und gut gepflegt, fand ich. Ich habe sie wirklich sehr gerne benutzt. Und dann habe ich diese hier auch sehr, sehr gerne benutzt. Das ist auch von M. Asam Perfect Eye, ein Augenserum. Sieht man überhaupt was? Kann man was erkennen? Ja, jetzt ein Augenserum. Auch wunderbar. Absolut. Also ich hatte
wie soll ich sagen, es war ein angenehmes Gefühl beim Auftragen. Es hat nichts gefettet, es ist sofort eingezogen. Trotzdem hat man dann die Pflege noch drumherum um die Augen gespürt. Ja, also das kann ich auch weiterempfehlen. Das ist jetzt der perfekte Übergang von pflegender Kosmetik auf dekorative Kosmetik. Ich habe hier nämlich noch ein Produkt von Emma Asam, was ich absolut empfehlen kann. Das ist einer meiner Lieblingsprimer, weil ich weil er mir einfach eine gute Grundierung für mein Make-up bietet. Er ebnet die Haut. Ich kann das Make-up super gut auftragen. Es trocknet, also zieht schnell ein, beziehungsweise das Make-up kann man relativ schnell auftragen. Man muss jetzt nicht lange warten, bis das Ganze eingezogen ist. M. Awesome Perfect Turn. Genau, es ist komplett leer. Ja, man hat nach dem Auftrag ein wirklich sehr seidiges Gefühl. Ich weiß nicht, ob die silikonlastig ist. Steht hier auch nichts drauf. Müsste auf der Verpackung draufstehen. Aber egal, ich fand diesen Primer wirklich sehr, sehr gut. Und den kaufe ich mir auch garantiert irgendwann nach, wenn ich meine anderen Primer aufgebraucht habe. Oh, noch eine Empfehlung, aber ich glaube, das ist ein bisschen kostenstark, kostenintensiv. Und zwar war das in der Goodie Box drin. Das hier, das ist ein Body Wash Pad. Also das ist, ich habe es sogar aufbewahrt und ausgewaschen, das ist ein Handschuh. Das ist ein Pad und dieses Pad ist getränkt mit irgendeinem Enzym, also mit irgendeinem Produkt. Das ist schon eingearbeitet und ja, man muss einfach hingehen und dann seinen Körper damit abrubbeln. Und das ist so ein schönes Gefühl gewesen. In der Dusche sich damit abzureiben, ja, also hier schön die Arme, die Beine, den Po, den ganzen Körper, weil es sehr, sehr viel Schaum produziert hat. Also es kam da wirklich sehr viel Schaum zustande. Und man hatte das Gefühl, man hätte einen Hammer. Nennt man das? Hammam-Handschuh? Oh, ich muss mal eben googeln, bevor ich irgendwas falsch sage. Ja, klar, Hammam. Da gibt es ja auch diese Wellnesszentren. Ja, da ist einfach sehr viel Schaum rausgekommen und man hatte gleichzeitig diesen Peeling-Effekt gehabt. Und ja, was ist das überhaupt? Das ist ein Bubble Body Wash Pad mit wertvollen Utaka-Enzymen für ein gereinigtes und revitalisiertes Hautgefühl. Und es wurde speziell für die Tiefenreinigung entwickelt. Ich mache hier so viel Werbung von, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich bin einfach nur wirklich begeistert davon. Wie viel es kostet, müsste ich mal googeln. Ich glaube, irgendwas mit 10 Euro. Also es war schon kostenintensiv. Für einmal Anwendung, muss man dazu sagen. Ja, aber es war richtig. Also ich habe es wirklich genossen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Porentiefe Reinigung, samt weiches Hautgefühl, intensive Feuchtigkeitspflege. Ja, mit fermentierten Otaka-Enzymen aus natürlichen Pflanzenextrakten. Genau. Kommen wir jetzt wieder zurück zur dekorativen Kosmetik oder alles, was dazu gehört. Das ist ein Freezing Spray. Also, es ist einfach ein Fixing Spray gewesen, hat aber gleichzeitig die Haut gekühlt. Im Sommer ein Traum. Wirklich
Ein ganz, ganz tolles Gefühl und kühlendes Gefühl und es hat alles wirklich gefixt. Jo, ich weiß nicht, was mich dazu bewogen hat, das hier zu kaufen. Das ist von L'Oréal. Ein, aus der Reihe Age Perfect. Eine Glow Tinted Cream, also eine getönte Tagespflege. Ich habe es nicht ausprobieren können, weil ich die falsche Farbe geholt habe. Ich weiß nicht, das war am Anfang, ich glaube, sehr, sehr schwer zu kriegen. Also alle Aufsteller waren irgendwie leer gefegt. Das hier ist Medium to Dark. Das ist also ein sehr dunkler Ton. Den habe ich nicht anwenden können. Habe ich aber aufbewahrt, weil ich dachte, vielleicht kann ich, und sehr rotstichig, vielleicht kann ich das irgendwie mixen. So, jetzt hat meine Kamera aufgegeben. Genau, also ich dachte, ich könnte das irgendwie mixen mit einer anderen zu hellen Feuchtigkeitspflege, gedünnte Tagespflege. Aber nein, es lag die ganze Zeit in der Schublade rum und das kommt jetzt auf jeden Fall weg. Es riecht zwar noch ganz gut, aber ich weiß auch nicht, wem ich es geben könnte, weil das, es ist halt einfach zu dunkel und deswegen kommt jetzt weg. Weiter geht's mit Judith Williams. Hat mir nicht so, ich glaube, das hat mir nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht mehr warum. Primer. Der war nicht mehr gut. Ich war, glaube ich, mit dem Ergebnis nicht mehr zufrieden. Genau. Das ist ein Judith Williams Perfect Primer. Hautverfeinerung, Matteffekt und Feuchtigkeit. Das hat, glaube ich, hinterher nicht mehr mit meiner Haut harmoniert. Lash Princess von Essence. In die blaue Variante, also wasserfest. Gut. Also, gut, gut, gut. Kann man sehr gut anwenden als Zweitmascara, also die Hauptmascara auftragen und dann das nochmal zum Definieren. Oder auch solo, fand ich gut. Aber jetzt ist ja schon gut aufgebraucht. Ich habe sie eigentlich, und die riecht auch schon. Ich habe die eigentlich sehr, sehr häufig genutzt. Dann habe ich noch diese hier, das ist die I Love Extreme von Essence. Ja, mega gut. Mega gut, aber jetzt fängt sie schon an zu klumpen und und zu riechen. Von daher kommt die auch weg, aber absolut. Also da, man hat da wirklich einen ganz, ganz tollen Volumeneffekt. Genau. Dann habe ich hier noch die Euphoric Mascara von Avon. Da habe ich aber auch schon eine im Backup. Ich finde die richtig gut, ne, weil die gut Volumen zaubert und ich komme mit ihr sehr gut klar. Ich finde die ganz toll, aber wie gesagt, ich habe die schon gut aufgebraucht und habe auch schon eine in Reserve. Dann haben wir die beiden Schätzchen hier. Das ist von W7. W7 hat sehr häufig Dupes rausgebracht zu den Benefit-Produkten. Und zwar sollte das zum Beispiel Absolute Lashes ein Dupe sein zu einem berühmten, gehypten, Mascara von Benefit sein, gewesen sein. Ich habe die noch nie benutzt. Sie war aber leider zu lange in meiner Schublade. Auch wenn ich sie nie geöffnet habe, ist sie ausgetrocknet. Das gleiche habe ich nochmal hier. Absolutely waterproof. Eben halt das gleiche, nur in wasserfest. Auch die gleiche Geschichte. Kommt kaum Farbe raus. Ist auch ein anderes Bürstchen, aber... Und riecht auch nicht mehr so gut. Warum auch immer. Wenn ich die noch nie benutzt habe, warum riecht sie dann? Egal.
Das hier habe ich auch sehr häufig benutzt. Und zwar ist das Color Tattoo 24 von Maybelline. Das ist die Farbe Pink Gold. Die ist wirklich sehr, sehr schön gewesen. Mittlerweile ist sie, also kommt kaum Farbe raus, weil sie eingetrocknet ist. Man kann damit sehr, sehr schöne Akzente setzen und ich habe sie wirklich sehr gerne benutzt. Jo, das ist ein Primer wieder. Soll ein Primer sein, ein Gel Primer. Das war in einer Box drin, keine Ahnung welche. So, ich habe mal eben rangezoomt, so. Das ist also ein Gel-Primer und das ist halt ein Gel, ne? Und das an die Haut anzuarbeiten war nicht so schön, fand ich nicht schön und hat auch seinen Job nicht vernünftig erledigt. So, jetzt bin ich zu nah. Oh ja, aussortiert auch ein altes Schätzchen aus der Reihe Sunshine Goddess. Das ist ein Glitzer, ein feines Puder aus goldenen Schimmerpartikeln. Ja, das ist ein Korbgeflecht hier. So ein Geflecht halt, ne? Und das ist hier. Ups, da kommt schon was raus. Das ist elastisch, dehnbar. Man kann es eindrücken. Und hier ist der Deckel. Und hier oben kommt dann das Glitter raus. Aber ich kann es nicht benutzen. Das ist so viel Glitter, wie man hier vielleicht auch erkennen kann. Ich weiß nicht, wo ich es anwenden soll. Sehr viel Glitzer, ja. Und das liegt auch schon Ewigkeiten in meiner Schublade. Ich habe es mal bei Karneval einmal benutzt. Kommt jetzt auf jeden Fall weg. Dann habe ich hier komplett aufgebraucht, bis auf ein paar Krümel. Catrice Color Correcting Powder aus irgendeiner LE. Ja, die LE heißt Bold Softness. Noch ein Schätzchen habe ich aufgebraucht. War auch nur hier drumherum ein Hauch vorhanden. Das ist von Catrice ein Lidschatten. Und zwar My First Copperware Party. Auch gerne benutzt, aber mittlerweile. Ich habe schon so eine Farbe in einer Palette drin. Da habe ich mir gedacht, komm, der kann jetzt weg. Das ist von Wet n Wild, das Creme Brûlée. Dann habe ich hier noch von Catrice auch eine LE gewesen. Und zwar war das die Genderless. Genau, die Genderless LE. Das ist ein Illuminating ein Color Correcting Luminizer. Das ist also ein Puder. Da ist noch genug drin, also ich habe nicht so viel aufgebraucht. Ein Puder in den Color Correcting Farben. Jedes Fach ist mit diesen verschiedenen Farben gefüllt. Und dann, wenn man hier oben das Ganze aufmacht, mit dem ja, dass die Farben miteinander vermischt und dann den Pinsel reintunkt und dann über die Haut geht, dann hat das einen sehr, sehr schönen ebenmäßigen Effekt. Ne? Also die Haut wird so ein bisschen ebenmäßiger erscheinen, aber es ist mir zu dreckig und zu, es macht einfach zu viel Dreck. Also ich habe jedes Mal mein Schminktisch voll von diesem Puder gehabt und das gleiche habe ich auch noch in gepresster Puderform und von daher habe ich gedacht, das kommt jetzt weg. Guck, jetzt liegt hier alles wieder rum. Mensch. Das war's mit dem Aufgebrauch-Video und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.